Hi, mein Name ist Devin. Und das ist mein Kanal. Seit 2014 produziere ich Videos für YouTube. Angefangen mit Videos auf dem Handy, sprich Minecraft Pocket Edition, bis hin zu Videos von Gameplays aus Facebook-Spielen oder anderweitigen Stuff. Seit 2014 produziere ich halt einfach diese Videos und es gab Höhen und es gab Tiefen. Mein tiefster Punkt war Ende 2015 oder 2016, als ich merkte, dass Handyvideos und so Facebook-Videos und meine Qualität an sich nicht so gut bei den Leuten ankam. Daraufhin entschloss ich mich, meinen Kanal komplett zu schließen und ein paar Monate darauf eröffnete ich diesen Kanal hier. Angefangen mit Gaming-Videos, was heißt richtige Games, eigentlich so Highlight-Clips, wo ich halt einfach meine Freude teilen wollte von CSGO oder was weiß ich. Einfach Highlights habe ich dann auf diesem Kanal hier geteilt, bis ich dann irgendwann sagte, hey komm, machen wir doch mal einfach wieder qualitativ größere Videos, wo andere Leute mehr drauf Spaß haben werden können, wo ich auch eventuell mein Ziel von damals, Stand 2014, erreichen kann. Irgendwann laufend der Zeit, so Mitte 2019, bin ich dann so auf den Entschluss gekommen, die Gaming-Videos lieber hinter mir zu lassen, da halt so auf YouTube groß zu werden mit Gaming-Videos, da muss man mit dem Trend gehen, meiner Meinung nach. Und da ich leider nicht so die Möglichkeit habe, mir jedes Mal einen neuen PC zu kaufen, um aufzurüsten für die neuesten Games und qualitativ große Videos zu erstellen, entschloss ich mich dafür, das Gaming hinter mir zu lassen und mit einem etwas anderen, beziehungsweise mit einer etwas anderen Kategorie zu starten. In dem Falle Kfz-Videos. Für dieses Jahr 2020, also mittlerweile sind es 6 Jahre, die vergangen sind, wo ich sagen möchte, erstmal danke für die, die da sind, die diesen Kanal abonniert haben. Bist du noch kein Abonnent, dann tu das jetzt, ist kostenlos. Möchte ich mich einfach bedanken auch nochmal. Und ja, jetzt sind wir im Jahre 2020, wo ich mir einige Vorsätze, so wie jedem, sag ich mal, 80% der Bevölkerung sich ein Ziel bzw. etwas eingesagt hat. Zum Beispiel diese einen sagen, ich verzichte jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr aufs Handy, was die einen und anderen so oder so nicht einhalten können. Aber das ist ja Nebensache. Ich habe mir für dieses Jahr ein paar Ziele gesetzt, die ich mir auch hier ausgedrückt habe. Und zwar ist das erste Ziel, was sehr entscheidend für mich ist, um überhaupt Projekte wie sowas hier, also die Modifikation dieses Autos hier zu finanzieren. Und zwar, wenn nicht viele wissen, dass ich noch keinen Job besitze, beziehungsweise auf der Suche bin nach einer Ausbildung, habe ich mir das hier ausgedruckt, ausgeschnitten. Bastelskills sind auf jeden Fall da. Und zwar brauche ich Geld. Jedes Projekt kostet Geld. Leider kriegt man heutzutage nicht mehr so wie damals was geschenkt, sage ich mal. Deswegen, jedes Teil kostet Geld und ich würde mir wünschen, wenn ich dieses Jahr es irgendwie schaffe, dennoch mit meinem schlechten Hauptschulabschluss eine Ausbildung zu bekommen, um ein kleines bisschen Geld zu bekommen, dass ich dieses Projekt sowie weitere Projekte finanzieren kann. Des Weiteren habe ich noch etwas ausgedruckt, und zwar ein Bild von diesem Auto hier, was halt ein bisschen modifiziert ist.
Ja, mein Ziel ist für dieses Jahr, dieses Auto bis zum Sommer fertigzustellen. Komplett entrostet, lackiert und fahrbereit einfach. Da dieses Auto meinem Bruder gehört und er einen Nachwuchs bekommen hat, findet er leider nicht mehr so die Zeit, um überhaupt irgendetwas an diesem Auto zu machen. Da er viel zu viel in dieses Auto investiert hat, macht es eher weniger Sinn, den Wagen zu verkaufen. Vor allen Dingen bekommt man für den Wagen auch nichts mehr, dadurch, dass er halt so alt ist und viele Kilometer runter hat. Ja, mein Ziel ist auf jeden Fall für dieses Jahr, dieses Auto fertigzustellen, dass mein Bruder zum Beispiel im Sommer ihn wieder auf die Straße setzen kann, um ihn zu fahren. Es ist leicht ein kleiner Schnelldurchlauf für mich jetzt gerade. Da mir auch sehr wenig Zeit bleibt, habe ich auch direkt das nächste ausgedruckt. Das größte Projekt, was ich am Planen bin, was ich auch sehr gerne durchziehen möchte. Und das ist das Projekt des Powerwalkers Eclipse. Viele Leute auf der Welt, sage ich jetzt mal, bauen dieses Auto nach. Warum? Weil es halt einfach günstig ist und sehr beliebt. Aber so wirklich habe ich niemanden gesehen, der mal erklärt, wie dieses Auto gebaut wird. Weil welchen Motor der drin hat und so. Ich meine, im Internet liest man vieles und davon sind auch sehr viele Sachen wahr, ja. Aber um für den einen oder anderen einen kleinen Durchschauer zu geben, wie so ein Auto überhaupt gebaut wird und wie viel es kostet im Jahre 2020 oder 2021, je nachdem wann dieses Projekt gestartet wird, möchte ich dieses Projekt gerne auch angehen. So, viel Gerede, großer Sinn. Wenn dieses Projekt startet, ich würde mich sehr freuen, wenn es auf jeden Fall jetzt mal, sage ich, dieses Jahr auf jeden Fall starten kann. Möchte ich euch gerne auf diese Reise mitnehmen und euch intensiv zeigen, wie das Auto gebaut wird und was man damals verwendet hat. Also lauter kleine Einzeldetails, über dieses Fahrzeug. Und ja, vielleicht kann man aus diesem Motor, der damals verwendet worden ist, auch ein wirkliches 10-Sekunden-Auto bauen. Habe ich es richtig rum? Nein. Mein letztes Ziel für dieses Kanal ist es, die 500 zu erreichen. Die 500 steht für die 500 Abonnenten, dass ich die dieses Jahr auf jeden Fall erreiche, entweder mit diesem Projekt oder auch vielleicht mit dem Eclipse-Projekt. Wobei ich beim Eclipse-Projekt viel mehr Hoffnungen habe, wo ich dann auch glaube, dass wir da die 1000 knacken werden. Aber ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du diesem Kanal einem Abo dalässt. Vielleicht ein nettes Kommentärchen dalässt, was zum Beispiel deine Vorsätze für 2020 sind. Oder was würdest du anders machen vom vorherigen Jahr, im jetzigen Jahr? Was würdest du da anders machen? Also freue ich mich über jeden Kommentar, den man dann in den Kommentaren ausdiskutieren kann. Und ja, das wäre es auf jeden Fall damit. So viel über mich gesagt. Freut euch auf nächstkommende Videos über dieses Projekt sowie über weitere Sachen. Und ja, das ist mein Kanal.